Die Mitstreiter nähern sich der ungewöhnlichen Lage inmitten der Hochhaussiedlung. Eine Speisekneipe überhalb der Tankstelle. Bin gespannt, ob sie jetzt mehr als wie eine Currywurst erwarten oder sogar nur Currywurst essen. Nein, bin einfach gespannt. Naja, ganz schönes Betonpanorama. Mit der Einrichtung bin ich echt mal gespannt. Ich könnte mir echt auch viel vorstellen, dass da auch so die alten Größen des FC Kaiserslautern auch mal drin gewesen sind. Da warte ich fast schon Autogrammwände. Und vor den Betonwänden gibt es die Begrüßung. Hallo, das seid ihr ja. Hi. Super, dass ihr hergefunden habt. Das ist ja so einfach nicht zu finden, aber ich freue mich irrsinnig. Das ist mein Servus am Betzenberg. Schaut schon mal rein. Ich komme dann gleich nach. Ja. Wir sind am Betzenberg. Das ist mein Heimspiel. Hier herrschen meine Regeln. Anstoß. Olé, 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 olá. Der FCK ist wieder da. Ich finde, so ein Mischmasch ist da. Ja. Das ist so ein bisschen bunt durcheinander. Da verstehe ich auch kein Konzept da drin. Doch, das ist ein Konzept. Ja, es ist zwar ein bisschen oldschool auch hier wieder von der Einrichtung, aber das ist doch, erkenne ich sofort, was da los ist. Vielleicht überzeugt die Karte den kritischen Toni. Servus. Wenn man davon spricht. Schön, dass ihr da seid. Hi. Ich freue mich. Darf ich euch mein Personal vorstellen? Das ist meine liebe Lebensgefährtin, die Silja. Hallo. Und wir sind sehr oft natürlich zusammen hier und ich gebe euch mal die Karte, dass ihr was aussuchen könnt. Ist doch schön, sie machen das auch zu zweit. Also, süß die beiden, ne? Und was offenbart die Servus-Karte nun, lieber Carsten? Ja, hey, ein ordentliches Paket hier, ein ganz schöner Katalog. Ja, je größer die Karte, so schlechter die Qualität eigentlich, ne? Gefällt mir überhaupt nicht. Also, ey, guck dir mal die Karte an, das ist ja ein Riesenteil. Guck dir mal die Blätter an, da fällst du vom Hocker. Eine Seite Salate, zwei Seiten Salate. So wie früher, ne? Ja, nichts vergessen. Könnt ihr den Gast unglücklich sein, wenn er irgendwie den Salat mit Thunfisch und Einig findet oder den mit Schinken und Käse oder den mit den Oliven oder den mit dem Feta oder den ohne den Feta. Und das ist, da bin ich auch der Meinung, einfach in Zukunft ein bisschen verkleinern, oder? Doch das Gute ist, bei diesem Angebot wird ein jeder fündig. Und wenig später stürmt Carsten Franjos Wirkungskreis. Hi, grüß dich. Aha, servus, wer bist denn du? Ich bin der Carsten. Ich bin der Franjo. Du willst mal ein bisschen zugucken, wie wir diese Fischplatte erwischen. Genau. Ja, ich schau mal ein bisschen, wie wir die Vorspeise hier machen. Dann kommen wir doch einfach mal hier an meine Seite. Wir brauchen jetzt natürlich noch diese Forellenmus. Die stelle ich einfach her aus Räucherforelle, etwas klein gewürfelt. Die kommt dann später in unseren Mixer. Leicht scharfen Meerrettich mit dran machen. Wir werden das mit Salz, Pfeffer ein bisschen abwürzen und noch frisch Karkendel, ganz wichtig. Na dann mal los, dann lassen wir sehen. Die Zutaten landen kurzerhand im Mixer und drehen ein paar Runden. Man kann sich so gut vorbereiten, wie man will. Wenn man es wichtig vergisst, wird sie nicht cremig. Wir nehmen hier vorher von der Creme Fraiche. Von der Creme Fraiche. Ah, okay. Ja. Ein Löffelchen schafft da Abhilfe. So, dann ist die ganze Sache auch hier schon fertig. Also das kann man schon so machen, ne? Das ist auch simpel und schnell gemacht und eigentlich auch immer lecker, wenn du gute Forelle hast. So, Carsten, als nächstes brauchen wir ja unsere schöne Essenz für die Caipirinha-Creme. Mhm. Fangen wir an mit dem Rohrzucker da rein, Zuckerrohrschnaps. Manch einer fragt sich, warum machst du es nicht kalt rein? Da wird sich der Rohrzucker, der wird ja krümelig in der Masse drin. Also lösen wir ihn durchs Aufkochen ein bisschen auf, kriegen eine schönere Intensität. Nicht übertreiben mit dem Schnaps, vielleicht ist es auch jemand unter 18, dann haben wir schon ein Problem. Ja, das muss man dann sowieso erwähnen. Ne? Das geht nicht nur um die Jugendlichen, es geht auch um die vielleicht Alkoholkranken. Das muss man schon dann deklarieren. So, dann wollen wir mal unsere Essenz einkochen gehen, ne? Ja. Essenzen sollen den typischen Geschmack eines Lebensmittels hervorheben. So, jetzt ist die Essenz fertig, muss jetzt natürlich noch runterkühlen, ne? Wird uns kaputt gehen, wenn wir das jetzt vermischen, wäre schade drum. Aber ich habe natürlich schon was vorbereitet, damit du auch weißt, was wir da angerührt haben, kannst du gerne mal testen. Das mag ich mal probieren, genau. Nimmst deinen Löffel. Löffel habe ich schon gefunden. Bediene er sich. Carsten kostet die Variante mit Creme Fraiche.
Sehr gut, ja. Geschmacklich gut. Kalpirinja schmeckt man, die Limette schmeckt man, hat eine angenehme Süße. Gefällt mir echt gut. Die Kalpirinja-Creme ist jetzt das Rad nicht neu erfunden. Ich finde hier im Kontext mit Bar und es gibt ordentlich Alkohol zu trinken, finde ich es eigentlich ganz witzig. Ob die Pfälzer Männerrunde die nahenden Vorspeisen auch witzig findet, muss sich zeigen. Da bin ich jetzt wirklich überrascht, dass das so schön präsentiert ist. Ja, in Sachen Schieferplatte und Speisenringe lässt sich Franjo nicht lumpen. Et voilà, das Duett vom Räucherfisch für Meinolf. Duett vom Räucherfisch, aber ganz schön viel, ne? Aber trotzdem wirklich nett. So, mit der Schiefernplatte, nicht schlecht. Das ist weit, weit entfernt von der Currywurst, ne? Aber kann der Geschmack mit der Anrichteweise mithalten? Ich habe ja das Duett vom Räucherfisch bestellt. Mit Linsensalat. Dann schmeckt halt schön dieses erdig-nussige von den Linsen, gerade von den Beluga-Linsen. Die gelben Linsen geben immer so eine leichte Fruchtigkeit ab. Ein bisschen Salz ist dran. Das passt auch. Keine Schärfe. Kein negativer Touch in die Richtung. Dann komme ich mal zu dem Lachs-Tatar. Die Qualität ist ganz vernünftig. Die Kalpirinja-Creme, das ist hier diese weiße Creme, die ist am Ende noch mal mit ein bisschen Limette noch abgeschmeckt und drüber gehobelt. Das gibt dem Ganzen eine schöne Frische. Ja, also das leicht Limettige, was man auch so vom Kalpirinja-Cocktail kennt. Ist ein gutes Tatar. Haut mich jetzt nicht vom Hacker, ist aber lecker. Dann haben wir das Mousse von der Räucherforelle. Eine recht kompakte Masse. Geschmacklich ist es auch da solide. Das Gericht war vernünftig. Es hat bei mir jetzt keine überschwänglichen Glücksgefühle ausgelöst und auch nicht so, dass ich sagen würde, ich würde das jetzt noch mal bestellen. Ja, ich glaube, ich weiß, was er meint. Das ist so ein, ja, kenne ich. Ja, ist gut. Ja, aber gehe ich dafür ins Restaurant? Wenden wir uns Carstens farbenfroh flüssiger Vorspeise zu. Der Gute löffelt nun Franjos cremige Kürbiscremesuppe. Schau, wie schön die Kürbiscremesuppe ausschauen kann. Die ist frisch gemacht, ehrliches Handwerk, ist doch okay. Hoffentlich schmeckt sie mehr als nur okay. Ja, bei mir die Kürbissuppe, so wie ich sie erwartet hatte, wie sie, glaube ich, auch zum Günni passt. Wenig Schnickschnack, wenig Firlefanz, Konsistenz ist in Ordnung. Geschmacklich ist sie gut. Was mich bei Suppen einfach allgemein so ein bisschen stört, ist, wenn überall so eine riesen Sahnenhaube oben drauf ist. Das braucht es von meiner Seite aus nicht. Ah, ich glaube, das sehen ganz viele Menschen anders, Carsten. Ich verstehe ihn schon, aber ich glaube, dass das ganz viele Menschen so lieben. Was mir für die Suppe persönlich ein klein wenig fehlt, ist eine kleine Prise Salz, ein bisschen Frucht und vielleicht noch so ein bisschen ein Kernöl obendrauf. Das ist so, wie ich es gerne esse, aber ansonsten ist die eigentlich solide und gut gemacht. Sie hat eine leichte Schärfe, ein klein wenig Säure, wie man sie eigentlich so ganz klassisch kocht. Ja, für mich wäre Kürbiskernöl auf der Suppe schon schön gewesen. Einfach ein guter Geschmack, ergänzt sich super gut mit dem Kürbis von der Suppe, ist auch von der Optik her einfach noch mal immer so ein Hingucker, wenn da einfach noch mal so schön verzogene Punkte drauf sind. Ja. Auch Tonis Vorspeise muss sich rein optisch nicht verstecken. Er bekommt den bunten Wintersalat mit Honig-Balsamico-Senfdressing garniert mit glasierten Feigen. Ob's dem Chefkritiker mundet? Ich habe hier den Ziegenkäse, seht ihr, der ist nicht gegrillt. Da ist so ein leichtes, so ein bisschen Süßchen, so eine süßliche. Ich hätte mir gewünscht, der wäre ein bisschen angegrillt, warm, der ist eiskalt. Wenn Käse eiskalt ist, dann da kann man keinen Geschmack fühlen. Eben. Dann schmeckt es eben, da kann man auch einen Eiswürfel hinlegen. Schmeckt genauso. Na, der schmeckt nicht genauso, aber du hast trotzdem recht. Also, der Käse muss Temperatur haben, klar. Die Feigen, die passen jetzt nicht zu der Jahreszeit. Kresse ist dabei, Radicchio, alles Mögliche. Schön locker angesetzt. Der Dressing, der schmeckt mir lecker, also der ist eine gute Säure. Also so richtig glücklich siehst du nicht aus mit der Vorspeise? Nee, bin ich nicht. Der Käse, der bleibt mir im Mund so stecken, da kann ich im Mund gar nicht mehr aufmachen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, Toni. Oh, hast du gut gekonnt, da Leute, wieder. Ein bisschen muschi ist er schon, ne? Der Toni, oder? Ein bisschen muschi. Ne? Es ist halt schade, dass der Käse kalt ist, hast du schon einmal erwähnt.
Ja, und dann ist auch gut. Kommen wir zu Leos fleischfreier, aber nicht minder reichhaltigen Vorspeise. Vor ihm steht nun der vegetarische Grillteller mit gefüllten Paprika, Zucchini, Champignonköpfen und Peperoni. Ich kann eigentlich diesen Gemüse-Grillteller so ein bisschen zusammenfassen, weil alles so ein bisschen Ähnlichkeit hat, was mich dann auch am Ende stört. Also die Champignons sind gefüllt, die Paprika ist gefüllt, die Zucchini, die ist auch gefüllt. Und irgendwie fehlt bei jeder Füllung die Würze. Da fehlt eine kleine Prise Salz, ein bisschen was Mediterranes, habe ich mir gewünscht bei der Füllung, dass da noch ein paar mehr Kräuter drin sind, ein bisschen was Pfeffriges. Und insgesamt, überzeugt mich das nicht wirklich. Naja, und ich glaube, dass einfach hier tatsächlich überwiegt, dass es zu viele Wiederholungen gibt. Und das stört dich, das stört dein Auge, das stört deinen Kopf. Und dann findest du es einfach auch nicht mehr so prickelnd, ne? Es führt kein Weg dran vorbei. Günni muss sich der kritischen Männerrunde stellen. Na Jungs, wie schaut's? Wie ist die Lage? Erzähl mir was. Wer macht den Anfang? Donny, wie schaut's bei dir? Günni, von mir bekommst du 6 Punkte. Jawohl. Legt Leo eine Schippe drauf? Es fällt mir schwer, aber von mir bekommst du 5 in der Tendenz. Okay. Alles klar. Eieiei. Wie steht's mit Meinolf? Ja, Günni. Ja. Von mir bekommst du in der ersten Tendenz 6 Punkte. Okay. Und Carsten, wie schaut's bei dir? Von mir bekommst du 7 Punkte. Alles klar. Ein schwieriger Auftakt. Also es war auf jeden Fall in dieser Woche jetzt quasi die schlechteste Zwischenbilanz. Oh, bin gespannt, wie der Frank hier damit umgeht. Nicht glücklich. Absolut nicht glücklich. Da hätte ich wirklich etwas mehr erwartet. Na, dass wir hier nicht gleich mit 9 und 10 durchstarten, okay. Aber im Bereich 7 und 8 hätte ich das schon gesehen. In der abendlichen Speisekneipe entert nun Leo die Küche. Ach, da bist du ja. Na, alles geklappt. Hallo, ja. Leo. Ja, also ich gehe in die Küche und weiß ja, ich habe 5 Punkte in der Tendenz gegeben. Ich hatte ein bisschen Angst vor Franjo, weil ich dachte, naja, vielleicht macht er mich einen Kopf kürzer. Dann zeige ich dir heute mal unsere Budenrouladen gefüllt mit Bacon, Blattspinat und Frischkäse. Ja. Haben wir hier 2 schöne Stücke, die habe ich für Sie auch schon ein bisschen anplättiert, ein bisschen Struktur zerbrochen, ja, damit sie auch schön zart werden. Mhm. Nur mit Salz, Pfeffer. Eine steife Prise bitte. Gut. Als nächstes haben wir hier schönen Frischkäse, den man eigentlich auch gern so morgens einfach mal so aufs Brot schmiert. Ja, heute kommt er aufs Fleisch. Den massieren wir hier so ein bisschen drauf, dass es auch da reingeht. Ja, der Franjo nimmt zur Füllung so einen ordinären Frischkäse. Ich glaube, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Der hat eine leichte Säure, ist schön cremig und mögen viele Leute, also wahrscheinlich auch die Gäste hier. Also, gute Idee. Jetzt füllen wir zu allerletzt hier noch, arbeiten wir den Bacon mit in die Fläche ein. Das soll das Ganze auch noch ein bisschen von innen her saftiger halten, dass es nicht so austrocknet. Ja. Und dazu gibt's auch noch ein bisschen Gemüse. Final jetzt noch den Blattspinat einarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie man den blanchieren muss, ne? Jetzt die ganze Sache noch einwickeln und mittels Spieß fixieren. Wir machen ja eine selbstgemachte Pasta. Den Teig habe ich schon heute Morgen vorbereitet. Und schön ausgetrocknet, schön flach geschnitten gezischt. Jetzt werden wir die nur noch in feinen Streifchen runterschneiden. Also, dass er die Nudeln selber macht, hätte ich hier nicht erwartet. Aber von dem äußeren Schein hier bei diesem Lokal sollte man sich nicht täuschen lassen. Ich glaube, man wagt sich hier was anzubieten, was man normal im Alltag nicht macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Pasta selber machen. Die Putenrouladen flattern nun flott ins heiße Fett. So, die sind jetzt fertig fürs Rohr. Da werde ich die schieben, dass wir auch noch ein bisschen Jus rauskriegen für eine ordentliche Soße.
Damit kann ich dich dann eigentlich zurückentlassen zu deinen Freunden, dass ihr noch einen schönen Abend verlebt. Ja, das überrascht mich nicht, dass die Tendenz nicht zu dem passt, was der Franjo da in der Küche gemacht hat. Der hat einfach eine andere Vorstellung als ich gehabt von dieser gegrillten vegetarischen Vorspeise. Aber beim Fleisch macht er eine ganz andere Figur. Im Servus finalisiert Franjo nun Leos hausgemachte Hauptspeise. Der Gute kommt in den Genuss von zünftigen Serviettenknödeln in feiner Waldpilz-Rahmsoße. Doch sind Leo die gebratenen Kräuterseitlinge genehm? Ja, zu meiner Tendenz an der Vorspeise kann ich jetzt sagen, dass mich dieser Hauptgang positiv überrascht. Der geht jetzt nicht durch die Decke. Ja. Ja, aber das ist ein anständiges Gericht. Das sind Serviettenknödel, die sind selbst gemacht. Die sind schön fluffig. Und dann hätten wir ja auch noch hier diese Kräuterseitlinge. Der Kräuterseitling ist ein schöner Pilz, den kann man schön braten. Der hat eine vernünftige Größe und bleibt auch schön saftig, wenn man den nicht zu lange durchbrät. Und mir schmeckt der sehr gut. Dann hätte ich hier auch noch ein paar Champignons. Die passen auch thematisch und sieht auch schön aus. Die Waldpilz-Rahmsoße, die ist mild, würzig. Ich erwarte aber auch nicht, dass sie irgendwie besonders pfeffrig ist oder so, weil es den Pilzen einfach schaden würde und den Semmelknödel. Und ja, insgesamt holt mich dieser Teller und die Beilagen irgendwie schon aus meinem Tendenzkeller raus. Naja, das ist dann doch sehr gut. Also, weil 5 Punkte, die müssen auf jeden Fall überholt werden. Auch Toni gilt es zu überzeugen, und zwar mit einem Rinderfiletsteak samt Burgunderschalotten auf leichter Jus, Lauchbündel mit Speckmantel und Ofenkartoffeln. Ich habe hier einen Filetsteak. Das Filetsteak ist super schön gebraten. Sieht man, ich habe Medium bestellt, habe ich auch bekommen. Sieht richtig super aus. War auch gut gewürzt. Kein Salz gefehlt oder Pfeffer. War perfekt. Die Qualität vom Fleisch ist super, schmeckt auch, hat einen super Geschmack. Die Soße schmeckt auch lecker. Und hier beim Lauchgemüse ummantelt mit Speck, da habe ich richtig Probleme, die zu schneiden. Also geht alles auseinander, fällt alles auseinander. Das gefällt mir nicht so. Ich musste richtig sägen, muss trotzdem nicht durch. Und dann war eine richtige Matschepampe, so faserig. Lauch ist ein Luder, ne? So ein Lauchbündelchen, was er da macht. Da musst du, der Lauch muss richtig lange gegart sein. Dann hast du auch keine Fäden, ne? Damit du so durchschneiden kannst. Mein Gericht kostet 28,50 Euro. Das teuerste Gericht auf der Karte. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Der Preis ist im Grunde genommen von den Materialien in Ordnung. Nur die Umsetzung lässt einen leider so enttäuscht, ja, so zusammensinken. Und dann denkt man, oh Gott, und dafür einen knappen 30er. Oh, schade. Wenden wir uns Carstens Hauptgang zu. Er freut sich auf Putenroulade gefüllt mit Frischkäse, Blattspinat und Bacon auf Rahmsoße samt Bandnudeln. Und mundet das Ensemble? Ja, ich habe eine Putenroulade mit Frischkäse und Spinat gefüllt. Dazu eine Tomatentagliatelle, eine schöne Soße in Romanesco. Schöne Portion. Bin fast ein bisschen irritiert über den niedrigen Preis. Unter 14 Euro so ein Hauptgang mit Geflügelfleisch drauf zum Sattessen. Ja, zu den einzelnen Komponenten. Romanesco war so ein großer Brocken am Teller. Vom Garpunkt her ist der in Ordnung. Es ist ein ordentliches Stück Strunk mit drin. Und zwar einfach nicht gut abgeschmeckt. Es hat einfach ein bisschen Salz gefehlt, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Zucker, ein bisschen so eine Buttrigkeit war da noch. Der schaut schon fast ungewürzt aus, ne? Die Nudeln sehr schön. Feine, dünne, bunte Nudeln mit ein bisschen Tomatengeschmack. Und auf alle Fälle sind sie gut abgeschmeckt und sie sind auch al dente. Ja, beim Fleisch super schön saftig. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war der leichte rosane Schimmer in der Roulade in der Mitte drin. Das ist jetzt nichts, was man beim Geflügelfleisch unbedingt suchen würde. Ich muss dich da kurz unterbrechen. Mhm. Carsten, das Rosane da in deinem Fleisch, das ist nicht roh, das ist einfach Bacon. Ah, okay. Ja? Also eigentlich hätte ich gedacht, dass du es einfach rausschmeckst. Ja, hat man das nicht unbedingt, in der Tat. Echt nicht? Schmeckst du sofort. Sollte man mir eigentlich zutrauen können, das ist richtig. Klar, jetzt erklärt es auch, warum sie innen drin sehr schmackhaft ist. Fazit zu dem Gericht bei mir. Ein bisschen mehr Würze am Romanesco. Und dann wäre das eigentlich ein super gutes Gericht.
Last but not least, Meinolfs Frankenklassiker. Der Sauerbraten mit Knödeln und Lebkuchensoße soll ihn vom Hocker hauen. Doch schon naht Günni zu Kritikrunde Nummer 2. So. Hallo. Na, Jungs, wie schaut's? Franjo, ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen auf eure Meinung, ob ich diesmal besser wegkomme. Bei mir nicht. Oha. Ach, hör auf. Ich würde euch einfach mal bitten, die Soße selber zu probieren. Also ich habe mit der nichts gemacht. Probiert's einfach mal. Die Soße war für mich leider einfach nicht genießbar. Die war viel zu kräftig von der Würzung her, dass diese Lebkuchengewürze. Na, bei mir war es solide. Franjo überzeugt sich von seinem Werk. Wenn die so sein muss, dann bin ich nicht der richtige Gast dafür. Das kann auch sein. Geschmacklich ja, von der Konsistenz würde ich dir recht geben, dass sie etwas dünner sein dürfte. Für mich ist die zu stark einreduziert. Hm. Wirklich sehr, sehr überwürzt. Ich kann das auf jeden Fall nicht aufessen. Ja, akzeptiere ich, ist okay. Das ist natürlich gefährlich. Wenn so eine Soße dann einreduziert und dann mit dieser Lebkuchen, diesen Soßenlebkuchen, das wird dann immer handiger, immer kräftiger. Dann kommen dann alle Aromate, die da drin sind im Boot, die sind dann omnipräsent. Ne? Das scheint hier passiert zu sein. Dann sag was zu den Knödeln, zum Fleisch, zum Blaukraut. Ja, das Fleisch ist völlig in Ordnung. War lecker. Hat durch die Soße nicht, am Ende nicht genießbar. Die Knödel schön luftig, sehr fluffy. Das Rotkraut war sehr gut. Also wirklich da sehr schön. Aber das, ja, ich glaube, Franjo und Günni waren fast geschockt. Naja, wenn es im ersten Gang schon ziemlich trüb aussehen hat und dieses Urteil hier war vernichtend. Aber ich nehme es mir nicht ganz so schwer zu Herzen, weil genau dieses Gericht hatte Mike gegessen und der war sowas von begeistert vom Gericht. Also kann es nicht ungenießbar gewesen sein. Es hat halt seinen Geschmack mit Massen nicht gebracht. Gut, die Soße gebe ich recht, die hätte optimaler sein dürfen. Aber dass es ungenießbar war, den Schuh ziehe ich mir dann halt in diesem Fall nicht an. Nein, das stimmt auch nicht. Nun trifft Meinolf auf den Dessert-Experten Marcel. Klopf, klopf. Ja, hallo. Servus. Hi. Servus. Ich bin der Meinolf. Ich bin der Marcel. Grüß dich. Der Marcel. Koch und Bäcker übrigens ist der, ne? Der ist zuständig für die Desserts. Ja, Marcel, das Dessert steht an. Ja. Wo bist du gerade dabei? Ich bin gerade dabei, Benne im Schlafrock zu machen. Okay, cool. Dazu schlage ich durch jetzt Eier drin. Ja. Ja, eine Trennung schmerzt, aber Eigelb und Eiweiß hatten sich in diesem Fall auseinandergelebt. Ich tue das Eigelb mit Zucker schaumig rühren. Ja. Zuerst werde ich aber erst das Eiweiß aufschlagen, damit schön Luft drunter kommt. Ja. Durch das Schlagen von Eiklar entsteht der berühmte Eischnee. So, schauen wir mal. Wenn wir es jetzt drehen und du es nicht abkriegst, dann hält's. Und es ist noch drin. Sehr schön. Ich würde mich ja totlachen, wenn das irgendwann mal rausklatscht, ne? Weißt du, das wäre einfach mal, ach komm, für uns Fernsehleute wäre schon schön einfach so rutsch. Dann ordentlich Zucker zum Eigelb geben und nochmal den Mixer anwerfen. Und nu? Genau, du vermischst es jetzt. Worauf muss man da achten? Erst das Eigelb mit dem Zucker oder erst den Eischnee? Das Eigelb mit dem Mehl und die Milch vermischen. Ja. Okay. Richtig gut durchschlagen. Und dann ganz zum Schluss vorsichtig den Eischnee drunter heben, damit die Luft nicht rausgedrückt wird. Danach greift Marcel zu Mehl samt Speisestärke und mischt dies unter. Nun kommt der Eischnee zum Einsatz und wird ebenfalls vorsichtig eingearbeitet. So kann der ruhen. Ich stelle mir da hin. Ein bisschen nervös, der junge Mann, oder? Kann das sein? Naja. Also kurz ein bisschen sitzen lassen, den Teig. Alles zieht noch ein bisschen an und ja. Und dann machen wir die Birne. Die Birne hat Marcel zuvor in Butter angebraten. Nun bekommt sie einen Teigmantel verpasst. Wie lange dauert jetzt die Birne? Die braucht ungefähr 5 Minuten. Ja. Die soll schön goldgelbbraun, so richtig schön rausgebacken werden. Ja. Ist das gewünschte Goldgelb erreicht, darf das Birnchen auf einem Küchentuch abtropfen.
Ja, das schaut ja wirklich sehr schön aus. Also fast wie eine echte Birne wieder mit einer schönen, klassischen Haut von der Birne. Das Endergebnis ist so in dieser ausgebackenen Form sehr, sehr schön anzusehen. Was mich dabei interessiert, ist später beim Dessert, wie gut das zu essen ist. Eine gute Frage, die bald eine Antwort findet, denn das Dessert rollt heran. Ich glaube, ich werde glücklich. Wir wünschen es dir. Die heiße Liebe, also das Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne, soll Leo in Ekstase versetzen. Klappt das? Ich habe die heiße Liebe bestellt und die bestätigt wieder meine Liebe zum Eis. Das Eis ist super lecker. Ich habe hier das schöne Vanilleeis. Es ist nicht mehr so viel übrig. Und da sieht man auch die Vanillestücke bzw. so schwarze Punkte. Und ich nehme an, dass es Vanille ist. Das ist ein schönes Zeichen, ne? Wenn man ein bisschen Vanille entdeckt im Eis, oder? Was soll ich sagen? Es ist einfach eine leckere Kombination. Fluffige Sahne, schöne Eiscreme, heiße Liebe, heiße Himbeeren. Das macht mich glücklich. Heute, der Tag war ziemlich dramatisch für mich irgendwie, weil ich mit der Vorspeise ziemlich weit unten angefangen habe. Und dann der Hauptgang hat mich so ein bisschen abgehoben, ja. Und jetzt mit dem Dessert bin ich durchgestartet. Meinolf ist gespannt wie ein Flitzebogen auf seinen armen Ritter mit Vanillesoße. Kann ihn die Nachspeise gnädig stimmen? Ich habe den armen oder den rostigen Ritter, gebietstypisch gibt es da Unterschiede. Ist ja letztlich ein Brötchen, was in Milch aufgeweicht wird und dann ausgebacken wird, mit Zimtzucker bestreut. Das Brötchen schön saftig, vollgesogen mit Milch, auch nicht zu süß, sehr lecker. Zimtzucker in der Kombi ist auch nicht zu überladen. Bei der Vanillesoße, die ist ganz lecker. Also habe ich jetzt nichts auszusetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob die selbst gemacht ist oder gekauft. Wenn sie gekauft ist, ist es ein gutes Produkt. Ich glaube, dass die könnte selbst gemacht sein, oder? Von der Konsistenz, wie sie runterlief vom Löffel und alles. Handwerklich ist das jetzt ja nicht das Riesenthema gewesen. Aber das hat mich einfach in dem Moment total abgeholt. Ich war glücklich. Danke. Das Bratapfel-Tiramisu aus geschichteten Printen, verfeinert mit Amaretto und Bratapfelstücken, soll Toni nun abholen. Ist nicht mein Fall. Obendrauf ist klassisch wie ein Tiramisu, wie man ein Tiramisu kennt. Eben mit Kakaopulver obendrauf gestreut, über die Sahne drauf. Ja, nach meinem Geschmack ist es ein bisschen zu süßlich. Ein bisschen sehr süß. Unten total süß, oben fade. Das passt nicht. Er ist ja ein Schambolzen-Null. Also, nö, ist nicht mein Fall. Der Bratapfel, der ist gut. Der ist bissig. Die Apfelstückchen. Die waren karamellisiert, irgendwie ein bisschen flambiert wahrscheinlich. Die hat man rausgeschmeckt, das hat man rausgeschmeckt, richtig. Im Dessert für mich ist das jetzt nicht. Gestern war doch auch in dem Surprise-Dessert war auch Bratapfel drin. Mich wundert, dass er überhaupt Bratapfel jetzt nochmal bestellt. Ne? Tja, auf jeden Fall. Kritik ist da, Bratapfel, null Punkte. Ne? Carsten gönnt sich die Birne im Schlafrock mit Vanilleeis und Sahne. Kann das Arrangement bei ihm Begeisterung auslösen? Ich fange mal mit den positiven Aspekten an. Die Birne ist einfach schön süß, die ist einfach durchgegart, nicht mehr hart im Kern. Das Ganze kam schön warm. Der Teig war mir jetzt zwar mit Puderzucker abgestäubt, aber er war mir einfach nicht süß genug. Schön finde ich das Verhältnis Teig zu Birne. Es ist nicht so, dass man sagt, ganz, ganz viel Teig und ein bisschen Birne drin. Das steht für mich schon im guten Verhältnis. Das Vanilleeis war, glaube ich, bei dir eh schon auf der Tagesordnung sozusagen. Ist fein. Ich denke, dass es ein gekauftes Eis ist, aber einfach eins mit einer guten Qualität. Die Schokoladensauce war einfach für mich nicht wirklich ausgewogen. Also sie war weder so kakaoig, noch war sie irgendwie süß, noch war sie irgendwie soßig. Die war einfach zu kompakt, die ist am Teller auch sehr schnell fest geworden. Ja, alles in allem denke ich einfach, hätte man können hier ein bisschen weniger Sahne und hier etwas mehr Liebe in die Schokoladensoße reinlegen, dann wäre es für mich eine gelungene Geschichte. Im Servus bleibt Günni nun nichts mehr übrig, als die Rechnung zu überreichen. Na, meine Lieben, ich habe Rechnung für euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Ich stell's mal her, schaut's mal drüber.
Was kostet die Speisekneipenkost am Betzenberg? 158,10. Ja, das Essen alleine ungefähr 130 Euro und die Getränke ca. 30 Euro noch obendrauf. Also, wenn ich jetzt gleich was sagen darf, ich finde das günstig, wenn nicht sogar sehr günstig. Günnis Konzept ist, glaube ich, für Günni und seine Gäste rund. Es ist, glaube ich, wirklich einfach auch Speisenkneipe. Die Bezeichnung passt auf jeden Fall. Gut gekocht von Franjo, aber auch ein bisschen so, ja, sehr, sehr bodenständig. Und die letzte Raffinesse hat wohl gefehlt. Es folgt die verdeckte Punktevergabe. Günni weiß nun, wie viele Punkte er bekommt, aber nicht von wem. Ich glaube, die erste 6 haben wir bekommen vom Meinolf Sauerbraten. Der war einfach mit dem Gericht nicht zufrieden. Und stimmt? 6 Punkte. Und dann unser Toni, so lieb ich den finde, aber der ist sehr kritisch. Aber ich mag ihn trotzdem. Haben wir den 6er? Liegt Günni da ebenfalls richtig? 6 Punkte. Dann der Carsten, bitte. 7 Punkte. 8 Punkte. Wir haben unser Bestes gegeben. Es sollte leider nicht mehr sein. Alles super, weißt du? Damit kommt Günni auf 27 Zähler und rutscht vorerst in den Tabellenkeller als Schlusslicht. Morgen am Finaltag geht's dann in Carstens Esszimmer. Das hatte alles. Das hatte Würze, Schärfe, bisschen Süße. Oh, geil. Doch unser Toni meckert wieder rum. Na, der Burner ist es nicht. Nee, nein, bin ich nicht der Meinung. Kann sich Carsten bei dieser Kritik zusammenreißen?